Hola, señores y señoritas. ¿Cómo está? Lisa und? Jan. Das war jetzt nicht geübt. Dafür war es ziemlich gut. Ja, finde ich. Das ging schon. So kurze Pause, aber wir bauen heute das Moped weiter auseinander, weil wir es im letzten Teil nicht fertig geschafft haben, weil wir totale Stümper sind. Wobei, wir sagen, wir haben ja 25 Minuten mit Intro gemacht und dann schon auseinandergebaut. Damit waren wir schneller als die meisten von euch. Wir wollen heute das restliche Moped auseinanderbauen und dabei darüber reden, was noch alles, an was wir noch alles denken müssen. Genau, das wird heute das Ziel sein. Ansonsten bauen wir einfach erstmal nur die Karre weiter auseinander, dass das ganze Zeug in Trümmern liegt. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Geht's los. Dann mache ich erstmal die Elektrik weiter. Du nimmst wieder die Kamera. Jetzt zeige ich euch, wie man hier Stecker abzieht. Das ist nämlich ganz gemein, wenn man solche Stecker abzieht und dann nicht mehr weiß, wo die waren. Weil wir die Elektrik neu machen wollen, damit es gleich richtig ist. Sebastian, du wirst das Video sehen und wirst dann denken, schön, dass ich die wieder ranmachen darf. Stört mich gar nicht. Das Ding ist halt auch an der Geschichte, dass halt oftmals auch die Zündschlösser, wenn die halt Asbach uralt sind, kann es halt auch sein, dass es da Probleme gibt. Gibt es so eine Feder, die da wegspringt, so eine Kugel. Meine Mutti, ich tue das ja alles mit hier drauflegen auf den Haufen. Und da ist eben das Problem, dann haben wir irgendwo einen Kabelbruch drin oder anderes Zeug. Wenn wir das Moped einmal so schön neu machen, empfehle ich halt immer, macht den Kabelbaum neu und dann habt ihr Ruhe. Ich bin ein absoluter Trickser, habt ihr das gesehen? Eine Kreuzschlitzschraube mit einem Schlitzschraubendreher. Ja, da muss man schon ein bisschen... Jetzt kommt's, pass auf. Jetzt brauchen wir eine dritte Kiste, weil das ist ein Teil, was wir wieder reinschrauben müssen, was wir nicht wegschmeißen. In diesem Sinne könntest du mal eine neue Kiste machen, ich gebe dir hier das Teil. Und deswegen also immer die Elektrik neu machen, wenn ihr ein Moped komplett neu aufbaut. Macht Arbeit, ist klar. Kann auch sein, dass es noch ewig funktioniert. Aber bei 40 Jahre alten Moped ist es halt einfach nötig, dass es dann auch mal eine schöne neue Elektrik kriegt. Und dann geht es auch wieder 40 Jahre. Das ist übrigens geil, ne? Ich erzähle euch irgendwann in dem Video, ich verspreche es noch, was die Lisa beruflich macht. Und ich finde es witzig, weil es hat ja nicht nur im entferntesten Sinne auch was mit unseren Karren zu tun, mit denen wir hier den ganzen Tag machen. Und jetzt muss man das mal überlegen, dass wir alle irgendwie unser Geld verdienen mit Mopeds, die schon seit über 40 Jahren nicht mehr gebaut werden, die aber immer noch viel geiler sind als dieser ganze, ich will ja nicht schlecht machen, als die Mopeds, die so komisch aussehen, als würde man, wenn man sie wegschmeißt, mindestens 3 gelbe Tonnen brauchen. Wenn so ein modernes Moped wenigstens schnell fahren dürfte, wäre das ja schon mal eine Sache. Aber das Geile ist, dass wir über so viele Jahre von dem Moped ans nächste Moped alles ranschrauben können. Wenn wir ein modernes Moped haben, kann das vielleicht eine Anschaffung noch billig sein. Und wenn du dann mal ein Teil brauchst, dann musst du genau das bestellen und es passt auch bei keinem anderen mehr. Also nimmst du den ganzen Klumpen, diesen ganzen Haufen Schrott, das hat sich auch jemand Mühe gegeben, aber mit Absicht eben gemacht, dass man die Teile nicht ewig fahren kann. Und bei dem Moped hat jeder darüber nachgedacht, wir müssen ein Moped bauen, das geht für die nächsten 3 Generationen. Und genau das macht es immer noch. Ich finde das total cool. Mir fetzt Simson speziell aus diesem Grund so richtig gut. Und es gab sogar Zeiten, da hatte ich keine Lust, noch Moped zu fahren. Da bin ich mal ein halbes Jahr nicht gefahren, setz dich wieder drauf und findest es einfach nur geil. So. Elektrik ab. Ich muss jetzt mal die Schraube noch ab hier. Und wenn wir den Teil vom Video durch haben, Lisa, dann gehen wir erstmal was essen, oder? Unbedingt. Was darf es sein für dich? Halbes Schwein gefüllt mit dem anderen halben? Ja. Ja. Ist nach deinem Geschmack so, ja? Also Spanferkel. Oh ja, Spanferkel. Mhm. Aber da reicht ein halbes. Was? Da reicht ein halbes. Naja. Man muss es ja nicht übertreiben. Für jeden. Für jeden ein halbes, ja, ne? Sag ich doch. Wie gesagt, man muss es ja nicht übertreiben. Oh, was sind wir denn hier? Jetzt hole ich mal noch. Schraub ich das Ding noch ab? Werkzeug. Weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Da war jetzt mal ganz neu. Der war ziemlich stumpf. Ja. Und ich, ja, da war sehr stumpf. Und ich werde schon wieder Leute sehen wie Schäfer, du bist nicht lustig. Ja, tut mir leid. So, bitte. Wir haben sogar eine Hupe. Ja, wahrscheinlich keine mehr. Naja, wir machen schon wieder eine ran. Ist ja relativ wichtig. Und ich würde auch nochmal alle möglichen Garten- und Landschaftsbauer darum bitten, diesen Sommer noch in Bautzen und Umgebung viele Gummibäume zu pflanzen, wenn die Lisa mit dem Moped losfährt. Damit sie sich nicht so stark verletzt. Du hast gesagt, ich schaffe das. Und jetzt gerade hört sich das anders an. Nein, ich tue immer noch so, als würdest du es schaffen. Okay. Was? Hat er das jetzt wirklich gesagt?
Warum sollte Lisa das nicht schaffen? Übrigens, einer der Folgen, kann ich auch gleich noch anteasern, in dieser Videoreihe habe ich mir stark vorgenommen. Und zwar möchte ich mit der Lisa Moped fahren gehen. Erstmal nicht mit dem Moped, damit sie in der Zeit bei mir Moped fahren lernt. Weil ich nämlich schon ganz vielen Leuten Moped fahren beigebracht habe. Ich schätze mal, es sind darum mindestens 50, wenn nicht sogar, ich weiß es nicht, wenn nicht sogar 100, aber es sind viele. Ich habe auch früher Kinderfahrschule gemacht. Das heißt also, kleinen Kindern Motorradfahren beigebracht. Also, bis sie dann irgendwann Supercross-Stars geworden sind. Also, Ken Roczen war jetzt noch nicht dabei. Aber ich habe tatsächlich ganz vielen Menschen schon beigebracht, wie man mit so einem Ding durch die Botanik hirscht. Und habe deswegen große Hoffnung. Jetzt hätte ich was falsch gesagt, dass bei hochintelligenten Menschen wie der Lisa das überhaupt kein Problem darstellt. Ich hoffe, die Kurve war jetzt lang genug, die du noch genommen hast. Ich habe jetzt gedacht, bevor du was Falsches sagst. Nein, bei jedem Mensch, der normal intelligent ist und Lust darauf hat, der kann Moped fahren lernen. Das geht echt. Geht wirklich einfach. Und es gibt ein paar ganz einfache Tricks, wie man das lernen kann. Und ich behaupte, diese Tricks zu kennen. Und die werde ich euch in dem Video zeigen. Damit auch ihr, wenn ihr euren Kindern oder euren Enkeln oder euren Freundinnen das beibringen möchtet, ganz einfach zeigen könnt, wie kann man Moped fahren schnell lernen, ohne sich dabei unsicher zu fühlen. Weil das größte Problem beim Moped fahren lernen ist ja immer die Unsicherheit. Man steigt drauf und denkt, um Gottes Willen, ich kann das nicht. Und was, wenn ich jetzt zu viel Gas gebe und da vorne kommt ein Baum, Überschlag, Genick gebrochen, tot. So, das passt, ist mir vielleicht in meiner Karriere vom Beibringen vielleicht 2-3 Mal passiert, dass jemand gestorben ist. Aber das ist ein Kollateralschaden, das passiert einfach. Muss man einkalkulieren. Ja, das muss man einfach einkalkulieren. Da ist es eben so. Hauptsache, das Moped überlebt. Ja. Okay. Genau. Das Moped sollte schon das überleben. Also wie gesagt, es gibt ja eindeutig auf der Welt mehr Menschen als Simpsons. Und von daher kann man da auch ein bisschen verschleißen. Also jetzt fühle ich mich richtig wohl. Ich dachte es mir. Ich habe einen inneren Monk, ne? Das ist der Hammer. Wir bauen die Elektrik aus, um eine neue einzubauen. Und trotzdem möchte ich die Kabel nicht zerschneiden. Ist das geil? Und warum? Das ist geil. Hier hat jemand aus der Lampe das Massekabel von der Lampe. Das ist ja geil. An die Zündspule rangemacht. Ist denn das richtig? Na gut, das kann richtig sein. Na klar, es geht an die Masse, sonst geht es rum. Okay, nee, es passt. Ich bin halt nicht so der Elektriker, ne? Ich bin halt eher so der Improvisateur. Ich mache die Rennmotorräder, ich kann eine 3D-Zündkurve programmieren in Zusammenhang mit einem Throttle Position Sensor und solchen Quatsch. Also da bin ich wirklich gut drin, das behaupte ich jedenfalls. Aber an so einem Moped die Elektrik machen, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Hier kommt mein 7er Spezialschlüssel. Einstellbar. So. Ich glaube, es wird auch Zeit, dass du mal wieder was machst, wenn ich hier mal alles mache. Oh, die Zündspule, die können wir jetzt. Naja, gut. Ich glaube, ich fange jetzt wirklich an, das Zeug auseinanderzuschneiden. Weil mir es zu blöd wird, weißt du? Ich würde ja sagen, du könntest schon mal die Lampe abschrauben jetzt. Ich nehme wieder die Kamera, das gefällt mir nämlich besser, wenn ich dich ein bisschen vollquatschen kann, während du arbeitest. Ja, wunderbar. So machen wir das. Ich nehme die Kamera und wir schrauben mal die Lampe ab. Das sind hier unten die zwei Schrauben. Die eine ist zum Festmachen oder ja, und die andere ist zum Festmachen und Einstellen. Also das heißt, wieder den 10er Steckschlüssel. Das war Jännerwetter. Die hintere oder wieder? Es müssen beide locker werden. Und wenn du die dann rausschraubst, dann fällt es halt auch wirklich raus. Und sie sagt, sie kann nicht schrauben. Ich muss sagen, sie sieht doch recht souverän aus. Ne? Ja, ich habe vorher 4 Stunden mit dir geübt, wie man eine Schraube löst. Ja, ja, genau. Hast du erst mal klären lassen, was eine Schraube ist? Genau. Siehst du, und jetzt geht's schon los. Und jetzt musst du aber, genau, jetzt musst du mit festhalten, weil sonst stürzt du ab. Und das war übrigens, schade drum, das ist nämlich eine sehr schöne S50-Lampe. Und die ist wirklich schön. Da ist sowieso die Frage, haben wir eine neue Lampe? Nee, haben wir nicht. Ne? Wir werden diese Lampe also putzen, die sieht ja auch noch gut aus. Und da haben wir wirklich eine tolle Lampe mit einem schönen Chromring und einer tollen Form. Ich mag diese S50-Lampen. Die sehen halt einfach cool aus. Das hat auch tatsächlich einen Wert. Ach, die Kabel machen wir sowieso neu. Willst du die jetzt durchschneiden? Naja, das macht es halt einfach, ne? Dann wären wir fertig. Wir müssen die Kabel neu machen, weil das bleibt uns gar nichts anderes übrig. Was haben wir denn? Das machen wir jetzt. Wir werden jetzt flattern, weil es Quatsch ist. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange das schon da drin ist. Willst du selber machen? Das ist wie Nabelschnur durchschneiden, ich habe es gerade gedacht. Jetzt machen wir hier so die Nabelschnur, genau. Oh, jetzt können wir das Kind holen. Hier auch? Ja, schneid's durch. Ah. Ja. Und geht's? Au, au. So, ja, ja, jetzt haben wir es. Genau. Und das kommt jetzt in die Kiste mit den Sachen, die wir noch brauchen.
Selbstverständlich. Also hier quasi. Richtig. Sehr gut. So, jetzt kommst du mal auf die Idee, was schrauben wir noch Schönes ab? Alles. Wir könnten oben den ganzen Lenker und den ganzen Quatsch abschrauben, weil das ist so alles eigentlich, nee, auch uneigentlich. Alles, was an dem Lenker ist, benutzen wir später nicht mehr, außer eventuell den Gasgriff. Den könnten wir vorher abschrauben. Also schrauben wir erstmal den Quatsch hier aus dem Vergaserdeckel raus. Dann nehme ich immer dazu, um das abzuschrauben, nehme ich einen Schraubendreher, setze den Schraubendreher hier an, so schräg an den Deckel. Seht ihr das? Und dann haue ich hier an der Stelle mit der Faust drauf. Versuch das mal. Wirst du das nicht machen? Nö. Nee, nee, du machst das schon. Oh, jetzt. Ah, Loch im Auge. Das ist mal schön die Birne eingehauen. Was hier ist das? Genau, so schräg ansetzen. So von wegen. Das ist schon locker, das ist der. Halleluja. Ich habe das extra mal vorbereitet, dass es auch für deine Kraft ausreicht. Ich bin böse. Vielleicht fahre ich dich mit dem Moped dann um, wenn ich es kann. Ich würde dazu raten. Ich hätte es verdient. So, guck mal. So, guck mal. Weißt du, wie man den Bautenzug aushängt? Nein. Und zwar, guck mal, von unten hier in den Schieber rein. Schau mal da unten rein. So hier. Like this. Und da siehst du doch diese zwei Löcher. Mhm. Und die zwei Löcher, ich filme euch mal rein. Da habt ihr quasi einen Bautenzug. Und das muss man im Prinzip hier oben an dem Deckel festhalten und dann das über die Feder so ranziehen und dann ein bisschen fummeln, dann kommt der Bautenzug raus. Dann muss man den aus dem einen Loch rausmachen und das andere reinschnappen lassen und dann geht es raus. Versuchen wir. Genau, drück das mal runter. Und jetzt musst du von hinten, das ist natürlich blöd mit den Handschuhen, aber siehst du, was ich meine? Und jetzt müssen wir halt den Bautenzug von hinten hier so durchfädeln. Es geht ein bisschen blöd mit Handschuhen, ne? Bisschen. Oh, jetzt werden die Finger dreckig. Und ich kann nicht sagen, die Lisa arbeitet nicht in einer Mobilwerkstatt, wie man unschwer erkennen kann. Nein, Quatsch. Jetzt auf die andere Seite von dem Ding und dann schnappt es einfach raus. Du hast es geschafft. Ja. Und das war wirklich der erste Versuch ohne Üben. Ja, sie kann Moped schrauben. Ja. Sehr gut. So, Kiste Schrott. Kiste Altzeug. Also wirklich, das ist Quatsch. Wir haben einen neuen Vergaser. Ja, ich weiß, das Teil würde vielleicht noch gehen, aber wir probieren es gar nicht aus. Wir machen das schön. Jetzt müssen wir den Gasgriff abschrauben. Da ist hier unten irgendwo eine Schraube dran. Warte mal. Das ist mal blöd, durch die Kamera gucken und dann noch... Das ist auch Schrott. Ja, das kannst du auch da reintun. So, pass auf. Jetzt haben wir hier, hier unten ist die Schraube. Schlitzschraubendreher von hier vorne. Schlitz hat man. Ah, warte mal, wir müssen vorher noch einen Bremsbautenzug vorne aushängen. Dazu würde ich dir raten, diese Mutter hier zu lösen. Die kriege ich so nie abgedreht, oder? Doch. Genau. Dann die andere nach innen zu schrauben. Genau. Und dann musst du darauf achten, dass der... Wie weit nach innen? Naja, damit sie halt ein bisschen an Spannung verlieren. Mach einfach mal so, dass ein Zentimeter reingeschraubt ist. Rein? Ja, ja, rein. Geht schlecht oder geht? Naja. Hast du übrigens deine Handschuhe ausgezogen. Und ja. Genau ab dem Moment geht immer die Scheiße los. Kriegst die Finger nachher nie wieder sauber. Das hast du mit Absicht gemacht. Genau. Ich bin ertappt. Und jetzt? Genau, und jetzt musst du die Schlitze übereinander bringen, weil sonst kannst du den Bautenzug ja nicht rausmachen. Also quasi, dass die Schlitze nach vorne dich angucken. Genau. Und jetzt könntest du zur Hilfe... So hier oder noch weiter ran? Ja, so. Jetzt könntest du zur Hilfe erst die Bremse ziehen. Jetzt kannst du den Bautenzug festhalten auf der rechten Seite und mit dem Hebel loslassen ziehst du den Bautenzug rüber. Lässt den Hebel los und ziehst den Bautenzug dabei rüber. Genau, und jetzt hängst du nach vorne aus. Siehst du? First try. Oh Gott. Man, that was pretty good. So, guck, und jetzt guckst du mal unten drunter, wie das aussieht. Das hat nämlich unten drunter so eine Kontur. Siehst du das? Hängst du rüber und dann musst du nach unten rausziehen. Und dann ist der Bautenzug auch draußen. So, jetzt geht's los. Ja, das geht manchmal ein bisschen hakelig. Das geht nicht. Mit Gewalt. Oh. Jawohl! Jetzt haben wir's. So, das machen wir noch mit dem Schraubendreher. Das Ding vorne ab, da kannst du jetzt auch wieder den großen blauen hier nehmen. Das war der mittlere. Ach so, den großen. Nee, ich glaube, es geht der große, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn er jetzt nicht reinpasst, dann bin ich der Blödmann. Das hier? Genau. Richtig? Naja. Geht? Jetzt. Really nice. Jo, das reicht. Du brauchst nur locker machen. Und zwar ist es geklemmt. Und jetzt kannst du im Prinzip mit einem leichten Drehen am Hebel, kannst du zur Seite abziehen. Nee, an dem ganzen Ding. Mit Bremshebel. Also theoretisch. Warte mal. Guck mal, ob es locker ist. Ja, ist locker. Guck, so fest ist das. Ach, dann kann man es abziehen. Warte, damit du es auch mal gemacht hast. Ich schieb das nochmal drauf. Das ist schon blöd. Wenn ich es jetzt wieder nachkriege,
Ah, guck, hier ist es. Doch, jetzt. Oh, so, das tun wir jetzt die Kiste rein mit den Sachen, die wir noch brauchen. Achso, ja, jetzt haben wir hier auch noch ein Kabel, das lassen wir dran hängen. Genau. Aber hier hängt jetzt habe ich da fast das Kabel ins Gesicht gepeitscht. Das tut mir schrecklich leid. Was mache ich denn jetzt hier? Achso, das ist der Choke. Haha. Warte, ich reiche dann 12 Verschlüssel. Das ist ja einfach locker schrauben. Das hier? Genau. Genau, das rausgeht mit der Hand. Oder wer kann mit dem Fuß? Was ja an sich kein Problem ist, nur das Dastehen auf Händen ist immer schwierig. Lernen wir das heute noch? Das lernen wir heute auch noch, okay. Ja, selbstverständlich. Auf den Händen stehen und mit dem Hintern Fliegen fangen. Kiste. Ja, Kiste, wo wir noch brauchen, also links quasi. Teile, die noch benötigt werden. Und da vergleiche ich auch gleich nochmal wirklich einen gut gemeinten Klugscheißerrat. Es tun ja viele Leute ihre Mopeds dann eben bauen zwischen Tür und Angel. Aber nehmt euch wenigstens ein paar Kisten und wenn es Pappkartons sind, die ihr wirklich dicht macht mit Klebeband von unten, damit die Schrauben und der ganze Quatsch nicht rausfällt, wo euch überlegt, was ihr noch braucht und was nicht. Und seid nicht so faul und sagt euch, ich baue erstmal nur das und das und ich baue erstmal nur das und das und dann das. Es ist viel, viel weniger Arbeit, sagen wir die Hälfte. Wenn man das Moped einmal komplett auseinanderbaut und wieder zusammen macht, die Elektrik wird mich dabei am meisten stören, die meisten von euch auch. Elektriker wird dann sagen, pff, mir egal, gib mir einen Plan und steck das wieder an. Aber wenn man ein Moped komplett strippt und das von Grund auf neu aufbaut, nicht wie wir es bei der Nele gemacht haben, da haben wir es ja Teil für Teil gemacht, das hat ja 1000 Jahre gedauert. Und hier können wir halt einfach den Weg gehen, dass wir sagen, okay, wir machen das einmal komplett und dann eben wieder von vorne und nehmen euch ein bisschen mit. So, das ist noch ein Kommentar zum, wie spät haben wir es? Mittag. Ach, wir haben keine Uhr. Da können wir euch vorheucheln. Es ist nämlich jetzt schon 23 Uhr, wir sind total müde. Ne, wir machen noch ein bisschen. Wir können diese drei Schrauben hier rausmachen. Welchen soll ich denn nehmen? Den großen oder den mittleren? Ich würde jetzt den mittleren nehmen. Okay. Und der große könnte auch... Entscheide dich. Entscheide du dich. Ich habe den jetzt immer. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, ich würde die Handschuhe wieder anziehen. Sonst wirst du wirklich... Du wirst dann irgendwann... aber die Handschuhe von innen schon. Ach so. Na gut, warte kurz. Dann können wir uns kurz abwischen. Ich hole mal einen Putzlappen. Ich habe schöne weiße Putzlappen. Hier liegen schon haufenweise. Haufenweise. Wie früher. Mhm. Vielen Dank. Meine Oma hat extra ihre Unterhosen gespendet dafür. Ich weiß nicht, ob sie sie gewaschen hat, aber... Fällt jetzt nicht auf. Ich glaube schon. Ach komm. So, den Deckel abschrauben, dann machen wir das Ritzel ab. So. Genau, wobei das Ritzel brauchen wir gar nicht abmachen. Das können wir jetzt, wo wir es ausgehangen haben, auch anders lösen. Ja, und die haben halt auch schon solche Sachen, ne? Deine Gummiteile hier, die sind halt auch alle zerfetzt. Das haben wir hoffentlich auch alles neue Kettenschläuche und sowas. Haben wir Kettenschläuche? Bestimmt. Also wir haben uns schon eine ganze Menge Teile von RKF schicken lassen, dass wir einfach die richtigen haben. Und werde ich dann später auch so verschiedene Sachen zeigen, was wir da im Shop bestellen, wo wir es bestellt haben. Ich freue mich schon auf den Radkonfigurator. Das Geile ist, ich kenne den Radkonfigurator noch überhaupt nicht. Und freue mich drauf, weil ich werde dann da drin rumstümmern und werde gucken, ob das alles richtig bedienerfreundlich ist und wie man sich das Zeug da drin holen kann. Und ich denke mal, da wird jemand drüber nachgedacht haben. Und werde einfach mal probieren, wie ich mir das da zusammenstelle. Ich freue mich da drauf. Das geht jetzt aber noch nicht ab. Ja, wir müssen Bautenzug noch aushängen. Bautenzug aushängen geht wieder so ähnlich wie oben, nur dass es hier etwas leichter geht. Ihr könnt jetzt zum Beispiel den Hebel mitdrücken. Genau. Ja, richtig. Ja. Oder auch nicht. Na, jetzt geht das blöde Ding mit. Ich würde dir raten, wieder eine Schraube reinzumachen in den Deckel. Kannst die vordere nehmen, das geht am einfachsten vielleicht, weil du es siehst. Na Mensch. Genau, das Bautenzug ausbauen ist halt auch mal ein bisschen nervig. Weil man hat halt jetzt, wie man es gerade schon gesehen hat, oftmals beim Ausbau rutscht dann immer diese Hülse mit raus und dann hängt es halt wieder fest, ne? Der Blödsinn. So. Das reicht erstmal, genau. So, jetzt kannst du es drücken, kannst gucken, dass die Hülse mit rauskommt. Wenn sie nicht rauskommen sollte, bewaffnest du dich gleich mit dem Schraubendreher und versuchst quasi zu drücken und die Hülse rauszudrücken gleichzeitig mit. Aber merkst du was? Darf ich noch vormachen? Bist du schon wieder herangerammelt? Oh, ich hab's nicht gefilmt. Wir müssen den Henker abbauen. Ja, das machen wir als nächstes. Bitte. Halt mal die Kamera. Ja. Ich zeig das jetzt mal, wie ich das angehen würde. Also, wenn man jetzt die Hülse hier drin hat und einen das nervt, drückt man mit einem Finger den Hebel, dann muss man natürlich die Kraft dazu haben. Das müsste ich gar nicht die Bühne festhalten, weil ich solche kräftigen Finger habe. Wahnsinn. So, das Ding drücken und halt, jetzt ist es mit rausgerutscht. Aber dass man halt quasi mit dem Schraubendreher das Ding rausnimmt,
dann nach oben geht und damit ist ausgehangen. So, und dann hat man, ich habe bis 50 sowieso noch diesen schönen, diese schöne Führung. So, mit Uhr, will rumdrücken, 90 Grad um die Ecke. Jetzt habe ich es richtig verkriegst genattet. Ja, jetzt habe ich das so richtig so schön verwirrt, dass es jetzt hier drinnen verdrückt ist. Jetzt muss ich das alles wieder einrichten, um die Richtung zu treffen. Das ist der Vorführeffekt. Einmal dumm angestellt, reicht manchmal für den ganzen Tag. Jawohl, jetzt habe ich es. So, damit war das ab. Jetzt können wir den Deckel abmachen. Genau. Tachowelle können wir gleich abschrauben. Den Tacho, den... Gut, okay. Hier ist eigentlich so ein Sicherungsstift drin, der das Ganze hält. Hält es aber nicht mehr. Aber den Motor nehmen wir sowieso nicht. Von daher ist alles okay. Jetzt können wir das abmachen. Das geht dann relativ einfach, wenn ihr das so habt. Müsst ihr das Ritzel nicht abschrauben. Könnt ihr einfach hier vorgehen. Jetzt sind die Handschuhe besonders nützlich. Jetzt ist natürlich die Kette noch geschlossen. Und damit... Hängt die noch hier drin? Ist das dritte Mal oder vierte Mal? Mir fällt ständig Werkzeug runter. Wie gesagt, das ist das Alter. In meinem Alter muss man einfach aufpassen, es fällt ihm alles aus der Hand. So, das da rein. Also wenn du sagst, du trägst mich auf Händen, ist das durchaus gefährlich. Das ist durchaus, das könnte eine Lüge sein. Das könnte richtig schief gehen, also da würde ich aufpassen. So, ich suche jetzt mal das Kettenschloss. Komm mal näher. Ja, gerade cool, das würde gut aussehen, wenn wir hier von Namen. So, ich suche jetzt das Kettenschloss. Indem ich hinten die ganze Zeit am Ritzel drehe. Finde es nicht, weil es wahrscheinlich auf der falschen Seite ist, weil irgendjemand die Kette, naja, was jetzt falsch reingebaut hat, anders als ich es machen würde. Ja, also ist es schon mal nicht da. Doch, hier ist es. Genau, jetzt haben wir das Kettenschloss. Mache ich immer mit so einer Kombizange auf. Das heißt, in eine Richtung geht der Clip hier auf. Like this. Like this. Ui. Dann kann man im Prinzip das Ding hier runter machen. Das kann man auch mit der Kombizange machen. So, jetzt haben wir den ganzen Quatsch draußen. Was wir jetzt auch gleich machen, ist das Zurechtsortieren von Teilen, die wir nicht mehr brauchen. Kettenschläuche kommen sowieso in neu. Also Kettenschläuche weg. Dann haben wir die Kette, kommt hundertprozentig neu. Dann dreht sich das nicht. Ah. Kette kommt hundertprozentig neu. Tankdeckel-Set haben wir auch neu, ne? Wobei man das Zeug ja nicht wegschmeißen muss. So. Kettenkasten haben wir, glaube ich, auch neu. Ich gucke mir das trotzdem mal alles schon an, wie das aussieht. Die Lager. Aber das Lager an sich fühlt sich noch gut an. Die Achsverlängerung auch hier. Ist nicht schlimm. Ist nicht irgendwie schlimm kaputt oder so. Selbst der Gummi ist noch ganz. Also das ist schon stark. Ist gar nicht mal so gut. Das tun wir trotzdem mal zu den Sachen, die wir noch gebrauchen können. Ich möchte mich nicht streiten mit dir, bevor das Moped fertig ist. Okay. Also hast du doch noch, du hast doch noch Zweifel. So, jetzt haben wir den Quatsch. Guck mal, es ist ja schon ganz leer. Ach, das ist noch, wird noch viel leerer. Wir werden nachher den blanken Rahmen da liegen haben, so richtig einzeln. Hm. Ist es eigentlich geklaut, das Moped, oder habt ihr das mal gekauft? Es ist tatsächlich ein Familienerbstück. Ah, okay. Was viele Jahre geschlafen hat. Und jetzt wahrscheinlich unsanft geweckt wird, aber ich freue mich sehr darüber. Unsanft geweckt? Was soll das heißen? Ja, weil du so viel Kraft hast. Ich bin schon zärtlich. Ach, okay. Hat man am Seitendeckel vor uns gesehen. Am was? Am Seitendeckel. Am Seitendeckel. Hm. Burschikose. Nein. Und dann verbiegt oben im Schloss die Nase. So. Den Quatsch haben wir. Jetzt schraube ich gleich mal den Lenker runter. Das ist halt auch geil. Hierfür gibt es mittlerweile auch von verschiedenen Firmen geile Teile, aber unter anderem auch bei uns, ne? Also Langtuning und auch bei RKF. Oh, habt ihr das gesehen? Soll ich es nochmal machen? Hast du dich verletzt? Ja, ja, ich bin schlimm verletzt. Bringt mir ein Arzt und ein Sauerstoffgerät. So, die Dinger haben wir auch neue. Das kann also auch zu dem alten Zeug. Genauso haben wir, haben wir Spiegel neu? Nee, der Spiegel, der ist doch noch okay, oder? Nee, das war jetzt die Frage. Sonst würde ich den abschrauben. Naja, der hat ein bisschen eine Rostkante, aber das geht schon. Ist noch, also ist noch brauchbar. Das Zeug würde ich wegtun, weil da haben wir Halterung neu dafür. Da haben wir auf jeden Fall schöneres Zeug. Also Kupplungsarmatur. Familienherzblut hängt schon dran.
Okay, also das, der Spiegel ist jetzt quasi der Spiegel deiner Familie. Könnte man so formulieren, ja. Okay, dann zeige ich euch jetzt gleich mal noch. Na, ich stress das mal ab hier. So, hier. Gleich also würde ich dich jetzt mal spiegeln. Du musst aber hier warte, so filmen, dass man dich auch sehen kann. Will ich aber nicht. Ach so, willst du nicht? Okay. Gut, also das ist jetzt das Familienerbstück, was hier... Das muss das ist bleiben. Aber ein ziemlich hässlicher Spiegel. Naja. Jetzt kommt drauf an, wer reinschaut. Hat jemand gesagt, dass es schön wird. Ich meine, es kommt ganz drauf an, wer reinschaut. So, Steckachse haben wir neu, bin ich mir ziemlich sicher. Das schrauben wir jetzt gleich noch ab. Das könntest du eigentlich mal wieder abschrauben. Wir schrauben jetzt mal oben den Tacho ab und machen die Gabel locker. Oder? 13er Schlüssel hast du hier. Wir machen es für dich wieder schwerer. Ich nehme dann die Ratsche später. Ach schön. Wo muss ich jetzt schrauben, das hier? Ja, genau. Andersrum. Jo. Was für eine Karre. Was für eine Karre. Genau, kannst du einfach abschrauben. Bis auch erstmal zu den Teilen, die wir noch brauchen, weil wir haben noch keinen neuen Tacho. Mal sehen, ob wir den noch so hinkriegen, dass da wieder dass das wieder tut. Jetzt ist mir auch was runtergekommen. Mhm. Ich habe vorhin schon gemeckert. Die Lisa, die zieht hier in der Werkstatt. Leute, schaut euch das mal an. Ja. Weiße Turnschuhe an. Ja. Ich bitte um Vergebung. Ich bin ja noch frisch. Du kannst bei Adidas anrufen und kannst dir neue Schuhe bitten, wenn du hier fertig bist. Vielleicht sponsern die mir ja welche. Ja. Wir haben jetzt gerade Adidas Werbung gemacht, ohne dafür Geld zu bekommen. Das ist schon furchtbar. Weißt du, was mir gerade auffällt? Während ich hier filme, ist eine Riesenkatastrophe. Was denkst du, was jetzt der Fall ist? Wir haben das Mittagessen vergessen. Und das Video ist schon wieder ganz schön lang geworden. Ist schon wieder soweit. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch unterhält dieser Quatsch, den wir machen. Und wir können euch euren Alltag ein bisschen erhellen und belustigen. Irgendwelche Leute gibt es bestimmt, die haben auch was gelernt dabei. Wie zum Beispiel, schaltet nicht mehr ein. In diesem Sinne will ich am Ende vom Video trotzdem nochmal an AKF-Danker sagen. Die werden uns nämlich ganz viele Teile für das Mobil sponsern. In diesem Sinne, vielen Dank dafür. Und ja, das war's für heute. Bye bye, schlaft gut.